Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Feucht. Vielen Dank für die Gelegenheit, euch ein geplantes Heger-Bodensee-Seminar vorzustellen für das nächste Schuljahr. Es geht um die Themen Achtsamkeit und Meditation, die euch sicher auf irgendeine Art schon mal begegnet sind. Gerade für Stress in der Schule kann das ja sehr hilfreich sein. Im Seminar könnt ihr eigene Erfahrungen dazu sammeln. Ihr könnt dann aber auch gemeinsam forschen zu diesem Thema und euch eine eigene Einstellung bilden. Meditation ist zurzeit wie ein Megatrend. All die Leute auf den Bildern und noch viel mehr meditieren regelmäßig aus verschiedenen Gründen. Schauspielerinnen, Stars, Manager, Religionsführer wie der Dalai Lama. Was ist denn dran an diesem Hype? Und warum trainieren und meditieren sogar Profisportler oder ganze Schulklassen? Wir werden interessante Filme und Forschungsergebnisse kennenlernen. Einer, der die Meditation im Westen bekannt gemacht hat, ist dieser Mann, Jon Kabat-Zinn. Er hat sie an Kliniken genutzt, um Menschen zu helfen, gesund zu werden. Im Seminar werden wir selbst verschiedene Formen der Meditation und der Achtsamkeit ausprobieren und mal sehen, was das so mit uns macht. Ihr könnt auch ein Gerät ausprobieren und ausleihen, mit dem ihr eure Gehirnströme beim Meditieren tracken könnt und so sozusagen trainieren. Wir werden uns natürlich auch kritisch mit der Meditation auseinandersetzen. Und dann werden wir mit Meditationslehrern reden und ihnen alle möglichen Fragen stellen. Vielleicht kommen euch auch noch ganz andere Ideen. Dafür ist im Seminar auf jeden Fall Platz. Wenn euch das Thema nun interessiert und ihr vielleicht teilnehmen wollt, meldet euch gerne bei mir oder meldet euch auch direkt an. Wir werden uns wöchentlich treffen, voraussichtlich am Mittwoch 14 Uhr, aber wir können das natürlich so einrichten, dass alle teilnehmen können. Und ihr werdet sehen, dass ihr diese erholsamen 90 Minuten dann nicht mehr missen werden wollt, denn die tun euch ja auch gut. Ihr könnt entweder live vor Ort teilnehmen, das wird meistens wahrscheinlich Konstanz sein, oder auch online per Videokonferenz. Das heißt, es ist dann auch keine große Reisetätigkeit notwendig. Ich danke euch für euer Interesse und wünsche euch noch einen guten Tag. Tschüss.